Hi zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Franzis und Martinas Fitness. Kommt gut durch den Winter im Golfbereich. Hi Franzi. Hallo Martina. Sehr gut. Und genau, hoffentlich habt ihr unsere anderen Sendungen schon gesehen und eure Folgen und es gefällt euch. Und jetzt haben wir wieder ein neues Fitnessvideo für euch mit zwei, wie letztes Mal auch oder die letzten Male auch. Wir suchen uns immer zwei Tools raus aus dem Functional-Bereich mit eigenem Körpergewicht und so weiter, wo wir euch so körper- oder golfspezifische Übungen zeigen. Heute haben wir, die meisten kennen den Ball unter Petsi-Ball. Da ist natürlich die Firma Petsi ganz froh, wenn man das sagt, aber letztendlich ist es einfach der große Gummiball. Es muss nicht unbedingt Petsi draufstehen. Genau, jetzt bist du natürlich einen Meter größer wie ich. Du dürftest eigentlich schon fast den größeren nehmen. Ja? Heute nehme ich meine kleinen. Aber gut. Genau. Ich als Fitnesstrainer muss auch manchmal zurückstecken und nicht ganz so streng sein. Also deswegen passt es schon mit dem 55 steht hier drauf. Also dann wird es schon so passen. Franzi, sag mal, was machst du immer mit dem Ball gerne? Also ich mache gerne Stabilitätsübungen, die gleichzeitig auch ziemlich auf den Bauch gehen. Okay. Positiv natürlich. Funktioniert so. Antipaulanermuskel. Genau. Okay. Gut, also, ich mache das mal seitlich vor. Gut, das ist dann quasi einmal die Plank. Schulterbreit vorne aufstellen, genau, und dann so Knie, Schienbein auf den Ball. Mhm. Und dann gibt es zwei Varianten, die man machen kann. Eine etwas einfachere, da zieht man die Knie vorne zur Brust, bis die Füße auf dem Ball sind und wieder zurück. Mhm. Versuch dabei nicht den Po so weit in die Höhe zu nehmen bei der ersten. Okay. Bei der zweiten. Machen wir die nochmal kurz. Mhm. So ein bisschen muss der Po hoch, das ist quasi die Garage aufmachen, damit die Knie reinfahren können. Mhm. Weil, Franzi, da muss ich kurz einhaken, viele machen die nämlich hier unten. Ah ja. Und dann hast du eigentlich diesen ganzen Core, dieses nach oben bringen gar nicht. Also ein bisschen muss der Popo nach oben. Mhm. Mhm. Und dann gibt es noch die zweite, die Hike. Da versuchen wir jetzt den Po ganz nach oben zu strecken, bis die gestreckten Beine ganz auf dem Ball sind. Genau. Das ist aber anstrengend. Ja. So, also das ist definitiv eine fortgeschrittenere Übung, die Pike. Mhm. Ja. Genau, einfach hier nach oben, jetzt kommt der Ball näher. Die Übung kenne ich auch mit dem TRX. Genau, ich glaube, wir können mal runtergehen. Mhm. Beim TRX können wir die zum Beispiel auch machen, ist auch ein Tool, was wir euch mit Sicherheit noch mal vorstellen werden. Aber eine mega anstrengende und vor allem super Übung für den Rumpf. Genau. Dann, wenn wir schon gerade beim Anstrengenden sind, dann kommt jetzt mal meine Übung mit dem Ball. Wir machen das einfach immer im Wechsel, Franzi, oder? Ja. Gut. Also, der Ball kommt zwischen die Füße. Wir legen uns ab. Ich kann schon ahnen. Genau, noch ist es nicht anstrengend, Franzi. So, jetzt machen wir quasi ein Klappmesser, kommen nach oben, nehmen den Ball und die Schultern bleiben aber immer relativ gut weg vom Boden. Auch die Füße legen sich nicht mehr ab. Es ist quasi immer ein Nehmen und Geben des Balles. So, und immer der Bauch bleibt immer auf Spannung. Ja, so, sehr gut. Okay, mir reicht's. Dir auch? Ja. Okay, richten wir uns mal hoch. Also, jetzt haben wir ja hier schon ziemliche Bauchübungen. Und es sind hauptsächlich gerade Bauchmuskulaturübungen gewesen, ja. Der gerade Strang, es gibt die Diagonale, die seitlichen und natürlich die Rotieren. Es gibt noch ganz viel mehr. Gottes Willen möchten wir jetzt mit keinem Sportwissenschaftler hier anlegen. Aber das sind für uns Golfer die Hauptchorstränge, die wir trainieren sollten. Okay, Franzi, du bist dran. Ball. Wir bleiben beim Ball. Ausnahmsweise machen wir heute mehrere Übungen mit einem Pool. Genau, jetzt ist der Puls oben. Jetzt nehmen wir mal eine Übung, wo der Puls ein bisschen runter geht. Eine bekannte Übung, die Plank mal wieder. Ich gehe mal wieder auf die Seite. Allerdings legen wir jetzt die Unterarme auf den Ball ab. Da muss man dann nämlich ziemlich viel Ausgleichsbewegungen machen, ganz kleine, damit der Ball nicht wegrollt. Darfst du nochmal zurückgehen? Mhm. Genau, schau ja. Fang mal gleich an und auch ihr, wenn ihr das macht, schaut immer, egal was ihr macht, dass ihr stolz, eine stolze Ausgangsposition. Genau, Schulterblätter hin zusammen, schon mal eine andere Nummer, gell? Mhm. Bauch wird fest. So, und jetzt kommt ihr dadurch in die Plank. Ah, okay. Ja, man neigt dann so dazu, den Ball so anzuschauen. Genau, und dass man so rund ist und tief. Genau, schaut, dass ihr die Schulterblätter hin zusammenbekommt. So, das ist eine Stabi-Übung. Ja, die haben wir ja auch schon mal gemacht nach unten.
Ich glaube, jetzt können wir wieder nach unten. Es wird langsam wirklich anstrengend mit dir, Franzi. die Plank kann man natürlich auch ohne Ball machen. Das kennt ihr von unserem Video schon. Aber mit dem Ball ist es halt einfach nochmal eine Nummer schwieriger. Wenn man sagt, man möchte es gern probieren, man ist aber noch nicht so gut, kann man auch den Ball gut in eine Ecke von einem Raum einfach reinpressen und sich quasi so ein bisschen gegen diese Ecke lehnen. Dann hat man so einen Gegenhalt und das ist für den Anfang dann gar nicht so schlecht. Genau, so, jetzt haben wir Stabi gehabt, jetzt machen wir Balance. So. Gut, es gibt nicht One Take, Two Take, sondern wir probieren es jetzt einfach mal. So, wir probieren jetzt mal mit unseren Knien hier hoch zu balancieren. So. Huhu, ihr merkt selber, hui, jetzt muss ich runter. So. Schnell. Ich komme wieder zurück. Moment. Konzentration. Gut, ich komme nach oben. Moment. So. Ihr müsst schauen, dass ihr quasi auf euren Knien oben seid. Und wenn ihr das schafft, fokussiert einen Punkt am Boden. Und dann könnt ihr tatsächlich mal rotieren. Oberkörper rotieren. So. Und unten ist das natürlich alles auf maximaler Anspannung. Core ist fest. Super, Franzi, machst du das. Für das, dass du es noch nie so oft gemacht hast. Sehr gut. Kommt es an? Wo kommt es an, Franzi? Also bei mir in den Beinen. Ja, auch hier, hier wieder im Core-Bereich auch. Du musst da schon bis hier oben stabilisieren. Ja, sehr gut. So optimalerweise sind dann die Knie da drüber. Jetzt muss ich aber zu meiner Verteidigung sagen, dieser Ball hat fast keine Luft. Deine hat auch nicht so viel Luft. Ja. Je mehr Luft der Ball hat, desto leichter wird diese ganze Nummer. Ja? Also deswegen denkt nicht, ihr seid die Oberchecker, wenn es gleich von Anfang an klappt und ihr einen mega prallen Ball habt. Ja? Also je weniger Luft, desto anstrengender ist es und schwieriger. Genau, jetzt haben wir 4 Übungen. Wir hatten die Plank mit dem Knie ranziehen oder dem Pike. Dann hatten wir die Plank. Wir hatten das über Kopf abgeben. Und wir hatten jetzt nochmal diese Balanceübung. Ist übrigens shocking, wie viel Bedarf an Balanceübungen so in der Allgemeinheit da ist. Ich mache mit meinen Sportgruppen immer wieder Balanceübungen, alleine auf einem Fuß zu stehen. Ist nicht so leicht. Ja, so. Die nächsten Tools sind ganz alte, bekannte. Ein wahrer Klassiker an Rohmasse und Rohgewicht, die Kurzhantel. Die findet ihr wirklich in jedem Fitnessstudio, egal ob es eine Pumpbude ist oder ob es wirklich ein High-End-Fitnessstudio ist. Die Kurzhantel ist immer dabei, die hat sich durchgesetzt. Franzi, magst du die gern? Ja, sehr. Ja? Baue ich immer mit ein. Okay. Sag mir mal so eine Übung, die du gerne machst. Also so die Basic-Armübung. Die ich auch für die Bikini-Figur mache, nicht nur fürs Golfspiel. Für die Bikini-Figur. Vielleicht sollte ich die auch noch mal öfter machen, okay? Genau, also klassisch Bizeps. Beugen, ja. Oben eindrehen. Ja. Und dann auf die Schultern. Strecken. Nach oben. Gleich wieder langsam zurück. Jawohl. So, da darf ich wieder einhaken. Ich drehe mich mal wieder seitlich hin. Der Begriff Full Range of Motion tut euch selber den Gefallen. Wenn ihr die Übung eh schon macht, dann macht es gleich gescheit. Fangt nicht aus so einem Beugen an, sondern wirklich die Arme maximal strecken. Dann habt ihr diese Full Range, dass ihr den ganzen Muskel ausreizt. Ja? Also nochmal beugen, am Körper dran, ausdrehen und schön nach oben. Und ihr seht selber auch bei mir hier seitlich, der ganze Körper bleibt stabil. Man fängt nicht an, die Grundfehler sind immer die dann immer so mit dem Körper noch mitschieben. Ja? Es ist die reine Armkraft. Wenn man das nicht hinkriegt, dann muss man einfach ein bisschen weniger Gewicht nehmen. Okay? Also wir haben jetzt hier Bizeps-Schulterdruck. Das sind 2 gute Muskeln hier vorne, der Bizeps und natürlich die Schulter. Jede Frau, die gerne auch kurzärmelige Shirts trägt, freut sich über schöne Schultern, aber nicht nur deswegen, sondern tatsächlich auch für den Golfschwung sind Schultern und die Schultermuskulatur wirklich sehr, sehr wichtig. Und deswegen machen wir jetzt von meiner Seite auch nochmal eine Übung. Ich komme hier mal einen Schritt nach vorne. Wir beugen uns, wir gehen jetzt quasi in die Ansprechposition. Popo ist nach hinten raus, hüftbreit stehend, Hände zusammen. Und im Wechsel, wir fangen mal mit dem rechten Arm an. Der Kopf ist immer Verlängerung, Wirbelsäule. Und jetzt drehen wir mal auf
und machen das mal ohne Rotation, sondern nur, dass der Arm sich hebt. Das ist um einiges schwerer, was wir jetzt gleich machen, wenn das nur der Arm macht. Und jetzt pass auf, Franzi, jetzt nehmen wir mal die komplette Rotation mit. Ja, jetzt geht quasi, ja, genau. Jetzt nimmst du quasi die komplette Drehung auch mit der Hüfte mit. Jawohl. Findest du auch, dass es um einiges leichter ist, wenn du den ganzen Körper mitnimmst? Mhm. Jawohl. Also nochmal für euch, das ist nur der Arm und das ist natürlich die komplette Range. Ja? So, hat natürlich einen anderen Sinn. Ja, das eine ist wirklich nur Schultermuskulatur, das andere ist Stabilität. Und wenn man alles mitdreht, dann hat das die ganze Kette. Ist ja ganz nah am Golfschwung jetzt. Ja, und vor allem, man muss echt aufpassen, das kann ich euch noch sagen, zu meiner aktiven Zeit früher habe ich sehr, sehr viel golftechnische Sachen gemacht mit Gewichten. Da muss man vorsichtig sein, weil je schwerer das Gewicht, desto mehr wird auch dein Muscle Memory angesprochen. Und wenn du hier auch, wenn du jetzt die ganze Zeit hier nach hinten machst, dann wird es passieren auch, dass du mit dem Golfschläger auf einmal mega flach wirst. Ja, da muss man schon immer echt aufpassen. Ja, Vorsicht ist geboten, ihr Lieben. So, jetzt haben wir noch eine Übung. Die ist ja immer unsere Lieblingsübung zum Schluss. Die Hit-Übung, dass nochmal schön die Puls, dass der Puls nochmal nach oben geht. Heute darf die Franzi die aussuchen. Ich nehme den Mountain Climber. Ja, hurra. So, der Mountain Climber. Ich gehe gerne mal auf die Seite, dass ihr den auch seitlich seht. Jawohl. Genau, Stützposition. So, den Ball, den tun wir mal weg. Ja, und so. Dann wird gerannt. Genau, wir machen jetzt erstmal langsam. Ziel ist natürlich, den Popo oben zu lassen, Knie zur Brust, nach hinten absetzen im Wechsel. Genau, jetzt können wir das erstmal mit dem Jump machen, nach vorne und dann zurück. Genau. Jawohl, das ist natürlich so ein bisschen abrupt. So, und jetzt runnen, jetzt tun wir einfach mal laufen. Das ist der klassische Mountain Climber. Der hat natürlich mehrere Punkte. Erstens Schulterstabi, Handgelenkstabi und natürlich Bauchmuskulatur und Beine. 3, 2, 1, mir reicht's. Sonst kann ich nicht mehr reden. Also das ist definitiv eine Übung, ihr Lieben, wo eure Pumpe noch mal richtig nach oben bekommt. Ob man die vorher macht oder hinten raus, ist eigentlich relativ wurscht. Hauptsache, man macht sie. Ja. Ja. Man, für die Spezialisten, die gerne mal so ein bisschen den Schweinehund haben, würde ich immer empfehlen, die unbeliebten Übungen vorher zu machen. Also als erstes, dann sind sie nämlich weg. Ja, das stimmt. Ja, weil dann zum Schluss könnte man sagen, ach, den machen wir. Jetzt kann ich schon nicht mehr. Den mache ich morgen. Genau. Morgen geht's los. Morgen, ja. Genau. Liebe Franzi, es war wie immer eine Freude. Für mich auch. Mit dir. Und es wird weitergehen, ihr Lieben. Stay tuned. Es wird mehrere Folgen geben. Franzis und Martinas Fitness kommt gut durch den Winter. Und jetzt wünschen wir euch natürlich viel Spaß, viel Erfolg damit. Falls ihr Rückmeldung habt, falls ihr Wünsche habt, falls ihr Kritik äußern wollt, gerne auf Instagram, auf Facebook und hier natürlich auf YouTube. Und wir freuen uns über jegliches Feedback und freuen uns schon aufs nächste Mal mit euch. Bis dann. Tschüss. Ciao.